Ich heiße Paloma Sánchez Hernández. Diese Videolektion geht um die Informationen in einsprachigen Wörterbüchern. Hier werden verschiedene Typen von Informationen eingeführt, die durch diese Wörterbücher vermittelt werden. Jeder Teil wird von bestimmten Übungen begleitet, die der Lernende selbst bewerten kann. Einführung in die deutsche Lexikographie. Inhaltsverzeichnis. Beschreibung der Mikrostruktur eines allgemeinen einsprachigen Wörterbuchs. Definition, Lemma, Stichwort, Eintrag, Artikel. Aufzählung und Erklärung der verschiedenen Typen von Angaben in einem Artikel. Makrostruktur eines Wörterbuchs. Die Makrostruktur eines Wörterbuchs besteht aus Einleitung, Hinweise und so weiter, Lemmata, Anhänge. Mikrostruktur eines Wörterbuchs. Die Mikrostruktur eines Wörterbuchs besteht aus Artikel, das heißt Eintrag. Ein Artikel besteht aus Lemma, das heißt Stichwort, Definition, Lemmatisierung. Als Lemma können erscheinen Einwortlexeme, zum Beispiel Haus, konzis, kurz gedrängt, Morpheme, Wortbildungselemente als eigene Einträge. Weh, Schmerzen an dem genannten Körperteil. Mehr Wortlexeme. Etwas in die Hand nehmen, die Durchführung von etwas übernehmen. Übungen. Was ist ein Artikel? Ein Lemma? Ein Stichwort? Ein Eintrag? Präfixe und Suffixe könnten als Lemma erscheinen? Ja? Nein? Angaben im Wörterbuch. Ausspracheangabe in internationaler Lautschrift. Betonung. Lautschrift Chance. Betonung. Chance. 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 Betonung Trinkgefäß. Lautschrift Trinkgefäß. Betonung Liebe. Orthografische Angaben. Silbentrennung. Rechtschreibreform. Rechtschreibreform, Schluss, Schlusses, Schlüsse. Silbentrennung, Bäcker. Angaben im Wörterbuch. Angabe zur Wortherkunft, Etymologie. Wortherkunft, Kopf, der, Köpfe, Mittelhochdeutsch, Kopf, Kopf, Becher, Trinkgefäß, scherzhaft übertrieben, dann Hirnschale, Kopf. Althochdeutsch, Schopf, Becher, Trinkschale, Woll, Spätlateinisch, Kupa, Lateinisch, Kupa, Verweis auf Kuffe. Übungen. Was bedeutet das Zeichen Pfeil? Verweis auf, nach oben, nach unten. Worauf bezieht sich die Rechtschreibreform im Jahr 1996? Auf die Bedeutung der Wörter, auf die Orthographie, auf die Wortbildung. Angaben im Wörterbuch. Grammatische Angaben. Kasusangabe, transitiver Gebrauch, Hilfsverb, wegmachen,
hat transitiver Gebrauch. 1. Etwas wegmachen, entfernen. 2. Sich, Dativ, ein Kind wegmachen lassen, ein Kind abtreiben lassen. Steigerungsmöglichkeit, reflexiver Gebrauch, Gebrauchsmuster. 1. Wegweisend, Adjektiv ohne Steigerung. 2. Sich weghalten, sich mit der Hand halten, reflexiver Gebrauch. 3. Etwas kann weg, etwas kann beseitigt oder Ähnliches beseitigt werden. Das Gebrauchsmuster ermöglicht den syntaktisch richtigen Gebrauch des Stichworts in der Textproduktion. Pattern mit etwas als Subjekt können kein belebtes menschliches Subjekt haben. Übungen. Was ist die Steigerungsmöglichkeit? Regelmäßige und unregelmäßige Verben, Deklination, Komparativ und Superlativ. Worauf bezieht man sich im Wörterbuch mit der Angabe des Hilfsverbs? Bildung des Perfekts, Bildung des Passivs. Angaben im Wörterbuch. Angabe zum Zeitbezug. Vibe. Das ist er, veraltet, eine Frau oder Ehefrau, veraltet, nicht mehr gebräuchlich, Wörter, die allenfalls noch in älteren literarischen Texten zu finden sind, ansonsten aber nicht mehr oder wenn, dann mit ironischer oder scherzhafter Absicht verwendet werden, erhalten die Markierung veraltet. Wehrhaft, Adjektiv, veraltend, fahrig, sich zu verteidigen, wehrlos, ein Mensch, ein Tier, gut befestigt, eine Burg, veraltend, nicht mehr sehr gebräuchlich. Das damit bezeichnete Wort gehört nicht mehr zur allgemein benutzten Gegenwartssprache. Chronologische Angaben. Wörter, die Sachen oder Sachverhalte beschreiben, die es so nicht mehr gibt. Hungerturm, früher, Turm, in dem ein Täter seine Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot absitzen muss. Lehrherr, früher, jemand, bei dem jemand eine Lehre macht. Weggelagerer, der, historisch Straßenräuber. Übungen. Bei den chronologischen Angaben ist früher synonym von historisch? Ja? Nein? Wird ein veraltetes Wort nicht mehr gebraucht? Es wird nicht mehr gebraucht. Doch, es wird gebraucht. Ist ein veraltetes Wort noch gebräuchlich? Ja, nein. Angaben im Wörterbuch. Regionale und nationale Zuordnungen. Servus, bayerisch, österreichisch, freundschaftlich, Großformen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Sondersprachen oder Jargon, Redeweise bestimmter gesellschaftlicher Gruppen oder Berufsstände, Schülersprache, Kaufmannssprache, Seemannssprache. Pauken, angestrengt lernen, Schülersprache. Angabe zur Sprachebene, salopp, vulgär, gehoben, geschrieben, Umgangssprache, derb, Dichtersprache, poetisch. Vulgärsprache werden insbesondere diejenigen Wörter und Wendungen gerechnet, die sich hauptsächlich auf die Nahrungsmittelaufnahme und Ausscheidung sowie auf das Geschlechtliche beziehen oder Vergleiche damit eingehen und gleichzeitig einem gewissen Tabu unterliegen. Salopp, recht nachlässige und oft auch negativ motivierte und verwendete Wörter, familiär, Wörter oder Wendungen, die man im engeren Freundeskreis oder innerhalb der Familie antrifft. Scheiße, Gott, Ross, Edles Pferd,
poetisch. Schwarzmalerei, allzu pessimistische Darstellung, Schilderung, umgangssprachlich. Ayan, salopp, ungleichmäßig, rotieren. Etwas weicht etwas, geschrieben. Etwas macht Platz für etwas anderes. Etwas wird durch etwas anderes ersetzt. Der Winter weicht dem Frühling. Ein Kuscheln, sich kuscheln in etwas schmiegen, familiär. Übungen. Werde die Markierung zu Deutsch regional? Ja. Nein. Ist salopp Synonym von negativ? Ja. Nein. Was wäre die Gaunersprache? Ein Jargon? Regionale Sprache. Angabe zur Sprachebene. Angaben im Wörterbuch. Angabe zur Sprechabsicht. Ironisch, pejorativ, familiär, scherzhaft, Schimpfwort, spottisch, verhüllend, nachdrücklich, gespreizt, übertrieben. Wehwehchen, das. Ironisch, nicht sehr schlimme Schmerzen, über die der Betroffene aber ständig klagt. Weiberfeind. Pejorativ ein Mann, der Frauen hasst oder verachtet und sie daher meidet. Zur Ordnung zu Bereichen und Fach Sondersprachen. Sie verweisen auf ein bestimmtes Fachgebiet, in dem Wörter oder Redewendungen gebraucht werden. Mathematik, Rechtswissenschaft, Soziologie und so weiter. Alpha-Strahlen. Kernphysik. Aus Alpha-Teilchen bestehende radioaktive Strahlen. Aorist. Sprachwissenschaft. Erzählende Zeitform der Vergangenheit, besonders im Griechischen. Übungen. Worauf bezieht sich ein übertriebener Ausdruck? Auf die Sprechabsicht? Auf Fachsprachen? Auf Etymologie? Wäre die Seemannsprache eine Fachsprache? Ja? Nein? Angaben im Wörterbuch. Angaben zur Gebrauchshäufigkeit. Selten Wörter, die zwar im alltäglichen Gebrauch nachgewiesen sind, jedoch nur selten verwendet werden. Einkeilen, selten mit einem Keil befestigen. Paradigmatische Information, Synonyme, Antonyme. Kopie, genaue Nachbildung eines Kunstwerkes, Antonym, Original. Korrekt, richtig, ohne Fehler, Gegensatz, inkorrekt. Syntagmatische Information, idiomatische Redewendungen, Kollokationen. Kopf, ein runder, eckiger, schmaler, großer, kleiner Kopf. Jemandem tut der Kopf weh. Den Kopf heben, senken, beugen, Kopf zur Seite drehen. Den Kopf schütteln, mit dem Kopf schütteln, mit dem Kopf nicken. Er ist einen Kopf größer als ich, einen roten Kopf bekommen. Vor Ärger stieg ihm das Blut zu Kopfe. Einen kahlen Kopf haben, jemandem den Kopf waschen. Übungen. Wie werden Synonyme im Wörterbuch zu bezeichnen? Syntagmatische Information, paradigmatische Information, strukturelle Information. Jemanden auf den Arm nehmen ist im Wörterbuch paradigmatische Information, Gebrauchshäufigkeit, syntagmatische Information. Angaben im Wörterbuch. Bedeutungsangabe. Kosmetik, Mittel, die die Haut vor allem im Gesicht pflegen und verschonen sollen. Anwendungsbeispiele. Korruption, unerlaubtes Handeln zum persönlichen Vorteil, nicht legale Geschäfte. Die Korruption greift um sich. Sie wurde der Korruption beschuldigt. Übungen. Wie sind die Bedeutungsangaben in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern? Äquivalenzen, Entsprechungen, phrastische Erläuterungen.